Nein, jetzt habe ich was vergessen. Bist du deppert? So schnell laufen. Ja. Servus Innen, Bibels. Moment. Sag's euch schnell. Ja, kann man vielleicht lesen. Da steht's drauf. Innen, Bibels. Da steht's, aber ihr könnt es nicht lesen. Ja. Ja, heute möchte ich mal kurz einmal das ein bisschen erklären, warum ich das gekauft habe und was mir gebracht hat. Und dann ein bisschen Grafana-Gedöns. Genau. Aber was jetzt alles kostet, das ganze Zeug, sag ich lieber nicht. Ja, so manche werden mich verstehen, weil da kriegt man vielleicht doch einen Kopf an. So ein Hirnglatscher. Gut, jetzt habe ich da eine Excel-Datei. Da müssen wir mal schauen, wo die ist. Die ist glaube ich da. Aha. Da haben wir jetzt die Excel-Datei. Und ich muss natürlich da auch noch Mauszeiger hingehen. Also das Wichtigste ist jetzt schon mal, ich bin vom Verbrauch 3667 Kilowattstunden im Jahr auf 2200 runtergefallen. Und warum? Ich habe mir da im Februar einen Shelly 3EM gekauft. Weil ich seit 6 Jahren so einen hohen Verbrauch habe. Und jetzt wollte ich das endlich ändern. Und habe mir den gekauft, angeschlossen und dann habe ich gesehen, wo über der Stromverbrauch ist. Also ehrlich gesagt, seit ungefähr da, seit März, wo schon mal die Hände nur noch kalt. Ja, ich habe halt Untertischboiler, zwei Stück. Die haben uns alle zwei ausgeschalten, einer ist abgebaut und dann ist sowieso seit, ja, ich schätze mal, seit Mai ungefähr komplett ausgesteckt. Den brauche ich, den nehme ich gar nicht mehr her. Ich wasche mir einfach die Hände kalt, genau. Und das ist auch ein Ergebnis. Also, wenn man sieht, was man Strom verbraucht, dann wird es weniger. Also du bist da verblüfft, was da alles läuft und Strom verbraucht. Und im Endeffekt, ich habe vor dem Kauf da, vor dem Kauf am 16.02. vom Shelly 3EM, habe ich alles durchgerechnet. Ich bin nicht auf die 4000 kW gekommen. Ich weiß nicht, wo das hergekommen ist. Und ich weiß es bis heute nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles ganz genau Buch geführt, wo es eingeschaltet wird und was Strom verbraucht und das bin ich automatisch sparsamer. Ja. Also ich habe mir jetzt da von den 4000 Kilowattstunden oder 3600, haben wir 4000, auf 2000 haben wir mal 2000 Kilowatt gespart im Jahr und diese, von diesen 2000 Kilowatt, von diesen gesparten, ist 1000 Kilowatt alleine durch das weggefallen, dass ich Sparfuchs geworden bin. Durch diese ja, digitale Anzeige, was ich habe. Genau, man sieht ja quasi, was man hat auf alle drei Phasen. Durch das wirst du sparsamer. Also ich auf jeden Fall. Genau. Dann habe ich mir einen Getil auch noch dazu gekauft, da habe ich ein wenig rumgespült. Erst einmal auf einer Phase in der Werkstatt. Das andere ist immer noch quasi
übers Netz abgezogen worden. Also da habe ich quasi mit 4 Bleiakkus gearbeitet. Das ganze Jahr bis Dezember eigentlich. Das komplette Jahr, weil es geht jetzt da von 16.02. bis heuer. Aber bis da ungefähr habe ich alles mit Bleiakku gemacht. Genau. Bis daher ungefähr ist der Bleiakku noch halbwegs gut gewesen. Also halbwegs ungefähr. Aber der war ja auch so, keine Ahnung, wie die Bleiakkus sind, so zwischen 6 und 7 Jahren alt. Genau. Also eh noch gut, dass der noch so gut ist. Und aktuell, die 4 Bleiakkus, da ist einer wahrscheinlich defekt, aber die anderen, die, glaube ich, kann ich wieder einbauen in meinem Traktor oder so. Jetzt kann ich den endlich wieder starten. Gut. Auf jeden Fall habe ich da jetzt aufgeschrieben, wie der tägliche Stromverbrauch war. Davor, also da, am 31.01. errechnet 11,24 Kilowatt am Tag. Das ist zu viel. Das geht nicht. Und da sieht man jetzt eigentlich, wie es runtergefallen ist. Seitdem GTIL gehabt habe, war gleich einmal, oder Shelly 3EM, das ist es nicht vom Shelly, vom GTIL gekommen, das Ersparnis, sondern das ist nur das, durch das gekommen, muss ich alles abgeschalten habe. Genau. Dann sieht man es eh. Aber weniger, jetzt wird es wieder mehrer, jetzt wird es wieder Winter. So, ja, es wird kälter. Ja, und ich habe eigentlich regelmäßig, jetzt habe ich die Rechnung nicht da, aber ihr könnt es glauben, ich habe 1200, 1300 Euro Stromrechnung gehabt im Jahr. Also ich war jetzt schon bei 100 Euro im Monat, habe dann da irgendwo auf, ich glaube im Juli war es ja, wo ich den Sojo gekauft habe. Weil da habe ich den Sojo gekauft und habe den GTIL dann abgeschlossen. Den GTIL nehme ich aktuell gar nicht mehr her. Seit dem halben Jahr schon nicht mehr. Seitdem ich den Sojo habe, nehme ich den GTIL auch nicht mehr her. Ich meine zum Spaß einmal eingeschalten, aber noch geht. Ich habe mich gleich ein bisschen dumm angestellt mit den externen Limiter und internen Limiter für Einstellungen. Es funktioniert das Teil, aber ich nehme es halt nicht her. Genau, aber bis daher war das dann jetzt wieder so im Faden verloren. Jetzt warte mal, was wollte ich jetzt da sagen? Also da 622. Also man sieht auf jeden Fall jetzt nicht so tragisch runtergefallen, der Verbrauch. Das war davor schon. Okay, ich habe immer die Dreierphasen vom GTIL her eingespeist. Da ist einmal ein Monat weg gewesen, gar nichts gegangen, und dann ist er wieder gegangen, der GTIL. Genau. Dann ist stetig nach unten gegangen. Aber das ist wirklich, das macht fei aus, wenn du die Leistung immer anschaust und schaust, was da an Verbrauch da ist und so. Also, schon der Wahnsinn. Also, generell so Geräte wie ein Switch oder so, oder ein Telefon, oder ein Raspberry, oder eine Fritzbox, kannst immer 10 Watt rechnen. So ein Gerät kostet 10 Watt. Da bist du gleich bei ohne Kühlschrank, bei 60 Watt. Für ein Haus oder so. Gut, ich habe jetzt aber mehrere. Ich habe eine Kläranlage auch noch, da wo es eine Membranpumpe läuft. Dann habe ich noch einen Kühlschrank und eine Gefriertruhe. Ja, dann bist du eigentlich schon im Höchstfall bei 300 Watt. Genau, dann hast du deine 300 Watt benannt. Und das fange jetzt aber auch mit dem ab, komplett, genau. Jetzt schon nicht so korrekt, weil ich gerade angefangen habe mit Lithium aktuell. Und, aber es funktioniert also. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal durchnullen. Durch die ganze Nacht. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich habe normal 1200 Euro und jetzt habe ich gehabt bis, Moment, das war bis S7, oder? Ja, genau. Bis dahin habe ich es ausgerechnet, glaube ich, 743 Euro. Aber da war ja die Abrechnung, da ungefähr. Also, ich habe 500 Euro Einsparung gehabt jetzt, bei dieser Rechnung. Ich habe da, genau, das wollte ich vorher sagen, da habe ich meinen Stromabschlag auf 70 Euro geändert, von 90 Euro.
Dann haben wir von da ab nur noch 70 bezahlt und habe jetzt aber trotzdem 150 Euro rückerstattet gekriegt, weil ich so viel Strom weniger verbraucht habe. Und jetzt haben sie mich runtergestuft auf 60 Euro. Die 60 Euro, das habe ich das letzte Mal gehabt in einer Wohnung, 80 Quadratmeter. Und da war aber nur keine Gefriertruhe dabei, genau, weil eine Gefriertruhe kostet auch Strom. Ja, 60 Euro. Ja. Jetzt habe ich aber eine Kläranlage und alles Klump und Zeug dranhängen. Und habe jetzt 60. Das ist schon gut. Und das soll jetzt auch bleiben. Also ich mag jetzt da nicht mehr drüber kommen über die 60, oder? Habe ich keinen Bock. Genau. Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Das andere muss man sich ja nicht unbedingt anschauen. Ich habe mir da alles Mögliche ausgerechnet, so dass ich alles gegenrechnen kann und Klump und Zeug im Voraus halt quasi. Und hat aber alles gestimmt. Ich bin jetzt tatsächlich auf den Verbrauch gekommen. Ich bin sogar auf weniger Verbrauch gekommen, wie da oben steht. Das ist der geschätzte Jahresverbrauch, was ich mir da ausgerechnet habe. Habe ich jetzt weniger sogar. Da sieht man es. Genau. Also ich habe jetzt bis daher war es ungefähr gleich. Nein, da habe ich weniger gehabt, genau. Im Dezember habe ich noch weniger gehabt. Und jetzt ist der tatsächliche Verbrauch wieder gestiegen, weil das rechnet aber mit allen Werten, wo ich im Durchschnitt verbraucht habe. Und das schaut natürlich dann nicht mehr in die Rechnung. Jetzt habe ich aber da, bis daher, genau, da passt. Da war ich sogar noch ein bisschen weniger, 100 Kilowatt. Haut hin. Und, was haben wir da noch? Verbrauchsverlauf. Seit vorigen Zählerstand, ist der durchschnittliche Verbrauch seit dem vorherigen Ablesen. Wie viel das ich da jetzt verbraucht habe im Durchschnitt. Weil ich lese ja nicht irgendwie 10 Tage ab oder so, sondern es kann einmal 3 Tage sein und dann wieder 2 Wochen oder 3 Wochen. Da ist das Datum einmal. Da haben wir wieder gescheit Zeit lassen. Also ich werde mir vielleicht doch noch so einen komischen Lichtsensorzähler anbauen, oder? Wenn man keine PIN braucht dafür, aber ich würde es ja keine Lust, dass ich PIN auch noch erfordert. Ich weiß, einen digitalen Stromzähler ohne Rücklauf, mit Rücklaufsperre, genau. Jo. Ja, gut. Ich glaube, da fallen mir jetzt eh nicht mehr ein. Also nur was, 500 Euro kann man sich ausrechnen. Wenn ich das jetzt 10 Jahre betreibe und hätte 5.000 Euro eingespart. Also Dominus ist auf jeden Fall erinnert meine Anlage. Aber ich sage jetzt nicht, was ich gezahlt habe. Also schon drunter, ich bin schon unter die 5.000, aber nicht fei. Nein, nicht fei. Also ich habe es mir ausgerechnet 6 Jahre, aber das stimmt nicht. Also, da habe ich wieder Milchmädchenrechnung gemacht. Und bei meinen Kosten habe ich natürlich auch Spielzeuge wie Messgeräte oder so einfach mal schnell dazu geschrieben und denkt, okay, das brauche ich ja für die Solaranlage, also eine Strom-Ampere-Messzange, da wo man Gleichstrom messen kann. Genau, und dann tue ich das einfach zu den Kosten dazu. Und alles andere Werkzeug habe ich auch dazu geschmissen. Also wahrscheinlich komme ich vielleicht doch auf 6 Jahre hin, dass es amortisiert, die Anlage, wenn nichts kaputt geht. Und dann kommen wir in die rentable Zone. Dann mache ich Gewinn quasi. So, dann gehen wir zum Grafana. Jo, da haben wir da. Und wie man ja da sieht, da ist der Sojasauce, die linke Seite. Nein, das ist nicht der Sojasauce. Die rechte Seite ist unser Sojasauce, wenn er hat. Und der speist ja quasi immer, er versucht es auf Null hin einzuspeisen. Genau, dass man da keinen Verbrauch hat. Aktuell habe ich 314 Watt, wo es einspeist, dass ich 0 Watt kriege an Verbrauch insgesamt über alle drei Phasen. Und da sieht man halt da drüben links, sieht man halt aktuell die Ladung von der Batterie. Also wie die Solarzellen da. Über dem Laderegler, über ihm da, der hat aktuell 2200 Watt Slot rein, lecker mir, 36 Ampere. Na gut, das sind jetzt die 2025 Watt Batteriewatt, die gingen in
Ding rein, vom Laderegler, aber der Laderegler steht jetzt ungefähr 8 Meter von meiner Batterie weg und habe da alle Zuleitung, also 16 Quadrat vom Haus genommen, habe ich 4 Adern drin und die habe ich doppelt genommen, dann habe ich quasi 32 Quadrat plus und minus. Und das habe ich jetzt hergenommen und dadurch entsteht ein bisschen ein Unterschied von den Spannungen her und vom Strom, was dann beim BMS ankommt. Das sieht man hier noch her, aber das ist ein Volt ab und zu bei Belastung oder so. Aber das bleibt ja nicht so, das ist nur für den Anfang zum Basteln. Und dann habe ich auch noch Starterkabel mit eingeschleift in die Zuleitung. Ja, das passt schon, das funktioniert. Ich habe es ja gefestigt, auch noch die Verbindung mit Kabelbinder, habe es dann noch an das Kupfer angepresst. Sehr gute Verbindung. Kann man nicht meckern. Funktioniert tadellos. Dann haben wir quasi das Gravana. Der Sojasauce speist auf 0. Und ich habe den Sojasauce jetzt nicht ausgelesen, sondern den Shelly. Den Shelly lese ich aus auf die L123. Chart oder Dashboard vom Grafana, lies es dann aus, die Daten, und stelle die drei Phasen da, plus eine Darstellung, wo alle drei Phasen schon kumuliert sind, dass ich auch eine Statistik habe für das, wie da das unter 0 und über 0 hin und her schwankt. Genau, und seit ein paar Tagen habe ich da hier Update gemacht und jetzt ist das wunderschön. Also meine Einspeisung, wenn ich unter 500 Watt bin, oder auch bis zum Maximum vom Sojo, die schaut jetzt aus, meine Einspeisung schaut jetzt aus wie ein Klon von dem Signal oder von dieser Phasen-Dingsbums, wie es halt ausschaut. Die schaut aus wie ein Klon. 1:1. Moment, ich sag's euch, sie seht's. Ah, nicht da klicken. Jetzt habe ich auf das Programm geklickt, auf das OBS Studio. Das war blöd. Und man sieht jetzt da, das ist jetzt, weil ich bin jetzt mit dem Sojasauce auf der Phase 3. Ah, Phase 2, genau. Und mit dem Verbrauch bin ich auf der Phase 3. Und jetzt sehe ich, da Phase 1 ist jetzt 0 Watt, da hängt da aktuell nichts dran. Das ist nichts eingeschaltet. Genau. Jetzt ist das genau in der Mitte, das Kräne. Das ist eigentlich schon die Nulllinie, aber die 1 hat wirklich 0 Watt. Und das kommt jetzt alles vom Shelly, die Daten. Und das ist quasi der Sojasauce, wo einspeist, weil da hängt jetzt auch nichts drauf auf L2. Ich glaube, doch hängt schon was drauf, aber kann man es ignorieren oder auch nicht, weil das muss man ja dazu ziehen oder abziehen. Genau, aber es kommt sich ungefähr hin mit dem oberen. Und da sieht man es, das ist das eingespeiste Leistung und das ist die verbrauchte Leistung da oben. Und diese Schwankung, Moment, kann ich jetzt nicht anstecken. Das ist mein Netzteil vom Notebook. Ich habe noch ein anderes Netzteil, das ist noch schlimmer. Dann wird das noch ein bisschen zackiger. Sobald ich es einstecke, zack, 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 zack. Sobald ich es aussteckt, dann schaut die Linie da oben aus wie da unten. Also, das ist zwar ein Fujitsu-Netzteil, aber, mei, es hat schon ein paar Mal runtergefallen. Und das andere Netzteil ist noch öfters wie ein paar Mal runtergefallen. Und durch das hat es dann noch schöner, die Zacken. Ja, also durch das weiß ich jetzt auch, wo mein Laptop ist, wenn ich ihn suche oder so. Ich brauche bloß das Signal anschauen. Genau. Jetzt da oben haben alle drei Phasen zusammengezählt. Ja, da haben wir jetzt Verbrauch, warte mal. Warum habe ich jetzt da einen Verbrauch? Aha, warte mal. Ich habe da 350 Watt begrenzt. Ach so, Moment. Ah, jetzt gehen wir auf 500 Watt, 550. Genau, das ist der Verbrauch gleich weggeht. Und da, ja, das ist jetzt beim Grafana, was ist jetzt, das hat er die Pegelein, genau. Da verliert er ab und zu, da hat er die Pegelein, kriegt ab und zu keine Daten beim Grafana. Beim Sojus ist es schon, weil, falls da nichts kam oder so, mache ich nur eine Wiederholung. Und durch das hat der Sojus ein besseres Signal. Das war auch noch ein Bug beim Shelly 3M Abruf, dass der Shelly teilweise da keine Daten zurückgegeben hat und das habe ich gar nicht abgefangen. Und jetzt so. Genau. Das ist super sauber. Darin und Grafana mache ich das jetzt nicht.
Weil die Daten rufe ich über das Node-RED ab und schreibe es in der Datenbank. Und da schreibe, da rufe ich jetzt nicht das Schwarze mehr ab, wenn keine Daten kommen. Ja, und deswegen schaut jetzt das da so aus. Aber da sieht man es jetzt gerade, ich habe jetzt eingeschränkt, ich habe vorher nicht statt 300 Watt, wo es eingestellt war, 500 Watt eingestellt, sondern auf 200 Watt. Und deswegen haben jetzt die Verbraucher gleich mehr gebraucht. Und da wird es dann wieder freigeben und macht so kleine Spitzen. Dasselbe ist auch, wenn der Kühlschrank außen einschaltet. Da gibt es auch gar nicht so kurze Spitzen. Aber das ist minimal. Ich kann es ja mal sagen, wie lange das dauert. Also da dauert es wahrscheinlich länger, weil ich da gleichzeitig ins Video gerät habe. Und. Warte mal. Und das gemacht habe, da haben wir jetzt 13.43.08. Und da 11, also 3 Sekunden hat das gedauert. Genau, dann wieder zurück. Das ist das Praktische. Ich lese ja da im Sekundentakt aus und jetzt kann ich das wahnsinnig genau anzeigen. Natürlich muss man das in den Abfragen von Grafana auch sekündlich etwa. Da. Wenn du da Minuten drin stehst, kannst du es natürlich nicht so genau sagen. Genau. Also, das macht jetzt aber mir nichts, weil ich weiß, dass das da sowieso was nicht mitkriegt, diese Dinge. Aber ist für mich auch interessant, das in einer Übersicht zu sehen, wo der Shelly 3EM wieder mal keine Daten geliefert hat und ob sie das besser beim nächsten Firmware-Update oder so. Genau, dann weiß ich gleich Bescheid. Aha, die haben da dran, die Burschen. Genau. Wenn man sagt, ich habe eine schöne Nulllinie. Schaut schon heftig genial aus, gell? Ja gut, da war ich noch drüber, weil ich ja nicht so viel einspeisen habe können, da das sowieso was begrenzt war. Und da haben wir jetzt dann quasi im Nullbereich. Da würde jetzt beim digitalen Zähler die rote LED leuchten, weil die rote LED heißt Stillstand. Was freut das Auge? Gut, das war jetzt einmal die Erklärung zum Sojusus und zum Einspeiseverhalten und zu dem Signal. Das war bis vor ein paar Tagen, war das noch relativ unschön, da von auf den Zacken gegeben. Und jetzt habe ich das Stromspar, Batteriespar-Update gemacht beim Sojusus, die 1023. Das spart wirklich super Energie in der Nacht beim Einspeisen. Also ich habe es gemerkt, also nicht wenig. Also ich meine, dass locker ein halbes Kilowatt war, wo ich mir an Batterie gespart habe. Durch das, dass ich das optimiert habe. Genau. Also, so ist das Update holen. Wichtig. Dann haben wir jetzt das angeschaut mit den drei Phasen. Schauen wir uns mal kurz Dinger. Das ist so ein Solarladeregler, also der da, die Daten von dem Solarladeregler, von MapHaver, vom Tracer und die Energie kommt ja von den Zähnen. Genau. Und das da haben natürlich die drei Phasen, aber andere Abfragemöglichkeiten, was ich da gemacht habe, 9 Minuten weiß bloß. Und da wird es den Vergleich von den Spannungen, da Batteriespannung gemessen vom Tracer. Und da Batterie C-Plus Messung. Da sieht man den Unterschied, wie die Spannungen sehen, weil ich ja das Kabel da dazwischen drin habe, zwischen EPEVA und BMS, habe ich ja da die 8 Meter Hauszuleitung als Stromanschlussleitung hergenommen für Batterie. Und da sieht man die Unterschiede dann. Also die waren wahrscheinlich sogar, wenn ich auf einen Meter zurückgehe und ein dickes Kabel hernehmen würde, müssten die theoretisch dann gleich ausschauen. Den sieht es halt nicht an. Genau, und das bloß einmal dazu gesagt. Kabel ist alles. Und Entfernung auch. Das muss man alles rechnen. Genau, da an die Batteriewart, was ich da sehe. Die ist alles noch alt, die stelle ich jetzt dann bald einmal um. Dass ich da auch sekündliche Daten habe. Da habe ich aktuell keine sekündlichen. Und natürlich kann ich dann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt die letzten 2 Jahre anschauen. Also mit sekündlicher Einstellung, weil dann meine macht dein Raspberry die Quetsche, weil das läuft jetzt alles auf dem Raspberry, sehe ich klar.
Genau. Da sehe ich halt die Panelwatt, was die aktuell haben. Aktuell habe ich 2 Kilowatt. Maximum habe ich halt schon mal 2,4 Kilowatt gehabt. Das ist nicht schlecht, glaube ich, für den Februar. Und für das, dass ich im Wald wohne, ist das schon heftigst. Panelstrom, genau, da, die sind ja normalerweise auf 10 Ampere eingestellt, haben nur über 2 Strings mit 3 Paneele. 20,6, genau. Ich habe schon mit 22 gehabt, also. Heftig. Ja, das war jetzt die faciale Hand. Ich höre sie von hinten an ein bisschen den Strom. Und ich habe sie schräg am Hänger drauf und klingt ja auch von hinten Licht. Also, da werden sie ja nicht eingeschränkt, die Zellchen. Dann haben wir da die Spannung. Da habe ich Maximum, kann ich ja kriegen, 100, glaub 150 Volt oder so, oder 149. Die hat die auch schon mal erreicht, die Zehner. Die Solarzähler, die haben schon mal 151 Volt gehabt, genau. Also wenn du jetzt einen EPEVA kaufst mit 150 Volt und die Solarpaneele haben angeben mit 47 Volt, ja, dann hast die Arschkarte gezogen, weil den EPEVA hast du nicht lang. Da musst du die 200 Volt Variante kaufen. Dann haben wir Batteriewatts. Sehe ja, wo so ein Watt eingespeist wird. Er rechnet auch vom EPEVA. Kannst du ja eigentlich Batteriestrom und Batteriespannung zusammenrechnen, müsste da alles rauskommen. Dann glaube ich, habe ich jetzt eine Paper durch. Die brauche ich jetzt nicht besprechen, das haben wir beim L123 schon gesehen. Das ist halt einfach eine andere Abfrage. Und das ist ja halt bloß ein Vergleich gewesen, wie die Spannungen sind. C+-Data. Gut, dann gehen wir mal raus. Gehen wir da auf C+. Jetzt gehen wir auf BMS. Die C+-Daten, muss ich da drücken. Und das ist schon interessant zum sehen, wie das Teil arbeitet. Oder? Gestern habe ich ein bisschen ein komisches Ding gehabt, meine höchste Spannungsdifferenz bisher. Im unteren Bereich, das war schon ein bisschen heftig. Zu lange Zeit habe ich nicht, nein, das ist mein Top-Balancing immer sonst gewesen. Oh, wahrscheinlich vielleicht doch nicht. Schauen wir mal, 6 Stunden, gehen wir mal auf 2 Stunden zurück. Oh, 2 Uhr. Achso, na, da muss ich nur weiter zurückgehen. Ich habe gestern ein bisschen rumbastelt, da gingen ein paar Taten ab. 24 Stunden. Ja, genau, da war es noch unten um 14 Uhr. Ja, da hat er noch gelohnt, aber gestern war kein so gutes Wetter. Und da ist die Spannung da schon heftigst rumgeschwankt. Bei, ich sag, 50 ungefähr, da. Nein, da haben wir weniger, so, da haben wir 50. Da haben wir Differenz 10 mV, da war es ja noch nicht tragisch. Aber keine Ahnung, was die Batterie da gestern wieder gehabt hat, da waren noch mehrere 10 aus Rand und Band. Da war ich erst bei, sag, 25. Also, ich habe das Gefühl, seitdem ich das letzte Mal vollgeladen habe, so richtig vollgeladen, habe ich noch nie gemacht im Verbund. Oder zweimal habe ich jetzt richtig vollgeladen. Seitdem ist im unteren Bereich wieder schlechter. Das Verhalten von den Spannungsdifferenzen der Zellen, also schon heftig. Also ich kann es jetzt auch nur so genau sehen, weil ich da auch wieder sekündliche Anzeige habe. Deswegen ist das so genau. Und da wäre jetzt der Höchstpunkt, gell? 104 Millivolt. Können wir uns auch mal anschauen. Das ist 104 Millivolt habe ich jetzt ausgewählt im Bereich. Jetzt gehen wir uns zurück. Weil dann sehe ich nämlich. Scheiße, sehe ich nicht. Ich glaube, ich muss da draufhauen und da draufhauen. Und dann gehe ich nochmal da einer und wähle den Bereich noch mehr aus. Da muss ich jetzt aber noch mehr, weil das ist jetzt der Endebereich gewesen, nein, das war eh der höchste Punkt. Nehmen wir mal das noch mehr, wähle das aus und gehe eins zurück. Und jetzt bin ich wieder da draußen. Okay, wie kommen wir jetzt da um eins zurück? Jetzt da. Jetzt habe ich den Bereich immer noch ausgeweitet und bin da bei den Zehner da. Und jetzt schauen wir uns das da mal an, im Großformat. Das ist jetzt 8:33 bis 9:45. Genau. Da haben wir jetzt quasi den großen Sprung da drin. Da habe ich 3,2 Volt ungefähr
Und da unten habe ich 3,1. Das ist ein 100 Millivolt Unterschied. So haben die da auseinandergestrahlt. Ja, und das ist heute schon. Da bin ich jetzt schon im heutigen Tag. Da hat das Lohn angefangen. Ungefähr. Schon heftig, ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass die Batterien wieder so zusammenfinden. Haha, alter Schwede. Also, jetzt gehe ich mal eins zurück. Da sieht man es. Also, ich habe immer noch den Bereich ausgewählt. Da, übelste, 100 Millivolt. Und da bin ich jetzt dann schon auf einer geringen Spannungsdifferenz. Jetzt, wenn ich das noch drüber lege, das über das da, dann sehe ich mal die Spannungsdifferenz auch gleich. Also, jetzt, wenn man sagt, da, bei 10 Uhr, da, na, sagen wir bei 9:30 Uhr. 9:30 Uhr, schauen wir mal da hinten, haben wir gehabt immer noch 97 Millivolt. Und um 10 Uhr, das sehe ich da gar nicht. 10 Uhr, warum sehe ich das da nicht? Gehen wir da noch mehr ein. Achso, na shit. Muss ich den größeren Bereich auswählen. Ist jetzt wurscht. Weißt du, also man sieht ja, wie die Spannungsdifferenz aber weniger geworden ist, aber weniger. Und aktuell habe ich ja quasi, der letzte ist 9 Millivolt. Also wenn ich jetzt sage aktuell, direkt aktuell, gehen wir auf Now, von dem Zeitpunkt weg, wo es 100 Millivolt war, bis jetzt, aktuell habe ich 7 Millivolt, das muss da mal gehen. Auf 7 Millivolt, das ist das da hinten. Da hat schon wieder was geguckt. Was ist das? 30 Millivolt, was war denn das? Ha, so haben wir das gemacht, 1353. Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder war. Current, 220. Ach so, der Ladestrom, wenn er ein bisschen runterfällt, dann fallen die auch gleich so weit runter. So wäre ich auch noch nicht gesehen. Das ist jetzt quasi der Ladestrom vom, wo, also nicht vom Epeva gemessen, sondern vom BMS, wo es reingeht. Und da ist gleich um 2 Ampere runtergefallen, der Ladestrom, und dann hat die Spannung auch gleich runtergefallen. Sag schon die, 30 Millivolt. Das ist schon heftig. Dann SOC, sieht man ja da. Naja, das kann man jetzt nicht runterfallen lassen. Vielleicht, nein, das will ich nicht bringen, passt schon. Dann haben wir da die aktuellen Temperaturen, das sind die 10-Temperaturen, da haben wir 4 Sensoren, bei den 10-Temperatursensoren, haben die 10 angeklebt. Die habe ich jetzt mit so einem Alu-Klebeband rangeklebt, wenn man es bei der Isolierung von die Häuser hernimmt, die Alu-Klebebänder, was da gibt. Die kleben wie die Hölle. Da haben wir noch Power-Temp, keine Ahnung, ich meine, das war die MOSFET-Temperatur, aber das wird wärmer, also ich denke mal, ist das die MOSFET-Temperatur. Aber das, ich glaube, das Maximum waren jetzt einmal 27 Grad, wo ich zusammengekriegt habe. Also das neue Spitzel habe ich jetzt zusammengekriegt. Bei den 50 Ampere, glaube ich, gestern war das. Ja. Also wo die USA oder 40 Ampere zu und 10 Ampere haben oder so oder so zu. Und insgesamt 50 Ampere minus gehabt, weil das war ja auf Nacht, das war so was dunkel war. Genau, und da ist dann kurz einmal die rote Temperatur und die blaue so ein Hügel auf, bis auf 27 Grad. Genau, da sehe ich nochmal so alte Ansicht, gefällt mir auch recht gut, das, was das Raffaner da darstellt. Und da habe ich die Wattstunden vom ausgewählten Bereich. Das habe ich jetzt extra so gemacht, dass ich nicht unterscheide zwischen negativ und positiv Current, sondern ich habe alles genommen. Weil da weiß ich nämlich, was ich verbraucht habe, oder was ich überhaupt gut habe an Strom in der Zeit. Und da sieht man über minus 300, minus 1,2, kann ja minus 200 sein, wenn er gar nicht lädt oder so. Und ich möchte einfach nur sagen, ich möchte jetzt für den Bereich wissen, wie viel Kilowatt das waren. Dann habe ich 818 Wattstunden. Also 0,8 Kilowatt. Genau. Ich finde das saugeil. So, da haben wir 3 Stunden. Sagen wir mal 6 Stunden. Da war ja noch früher, da hat er noch nicht gelohnt. Und was haben wir den ganzen Tag gemacht? Weil da haben wir ja ein Minus drin, sagt man ja bei 38. Da haben wir noch keine Ladung gehabt. Nicht genügend, sagen wir so, da war schon eine da, weil da sieht man es. Dann haben wir 4,3 Kilowatt haben wir heute schon in die Batterie reingeladen. Genau. Die soll ja automatisch abgezogen. Wenn ich jetzt da hingehe,
Da bin ich unter Null. Dann haben die 26 Wattstunden. Genau. Verbrauch. Das ist wie aus der Batterie rausgezogen. Gut. Ja, so was habe ich denn hier? Gehen wir nur auf die letzten 6 Stunden. Ja. Da, das habe ich eh schon gesagt, genau, Zelldifferenz und das da ist sau praktisch da. Genau. Dann kann man uns eigentlich nur ein bisschen Notred reinschauen. Aber das gefällt mir. Wenn die Batterie sich geladen wird, so ein langer Leidensweg war das jetzt echt mit dem Wetter und jetzt, jetzt sind wir schon fast verwöhnt. Also ich mag es nicht verschreien, ich habe nichts gesagt. Ja. Also, ich sag nichts. Dann schauen wir uns mal schnell noch weiter. Oh nein, das ist kompliziert. Ja, das ist jetzt doof. Hätte ein bisschen aufräumen sollen. Und zwar, was brauchen wir jetzt nicht? Ich tue es mal schnell weg. Tut man schaut das ja mal weg. Stunden brauchen wir jetzt auch nicht. Das schiebe ich einfach weiter runter. Nein. Gut, das schieben wir jetzt wieder runter. Können wir das ja so auch machen mit dem Mauszeiger. Bild ab. Nein, das geht nicht. Okay, dann sieht man es nicht mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn, oder? Das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Sehe ich nicht. Gut, dann gehen wir wieder auf wieder. Und das sieht man jetzt alles schön auf dem Video, oder? Kann man das zumachen? Ja, da. Okay, da habe ich bloß ein Lock gemacht, genau, mich bloß sehen, wenn sie der C+, weil da hole ich mir jetzt meine Daten her. Das ist ein MQTT-Topic, der wo im C+, unter Info angegeben ist, den kann man ja quasi auslesen dann. Und das ist jetzt JSON, aber ich muss natürlich da drin auch objektorientiert arbeiten können, also übergebe ich es so einem Konverter, der wo das in der formatiert das halt in einer JSON, dass man das in einer Funktion bearbeiten kann, ganz normal, objektorientiert. Da sieht man es. Und da kann ich jetzt abfragen, ist der Shop größer 0? Dann, warte mal, was war denn das? Genau, das war jetzt die Wattstunden 10. Ich habe da eine eigene Tabelle gemacht mit Influx-Datenbank. Das ist jetzt mein Influx-Datenbank-Connector. Und da schreibe ich in die C+ Wattstunden Tabelle rein. Genau, das ist praktisch, weil wenn es die Influx schon gibt, brauchst du ja bloß da konfigurieren, wo die ist, wie die heißt, ein Klump und Zeig. Und dann brauchst du eigentlich nur noch so ein kleines Symbolchen, schmeißt dahin, gibst die Tabelle ein, ein paar Tabellennamen, muss ja nicht existieren in Influx. Und du schiebst dem Teil bloß Daten rein, formatieren natürlich, wie es versteht, und dann erstellt er die Tabelle automatisch. Und später kannst du die im Grafana, so wie wir es gesehen haben, da oben ist er links, war ja der da, der liest sich dann das wieder aus. Also von dieser Tabelle. Mal schnell reinschauen. Gut, da ist jetzt kein Klickdings. Klickgedöns, das musst du mit einem SQL machen, dass du die Abfrage hinbringst. Genau, aber C+ WH. Siehst du das? Dort ziehen wir die Daten raus. Und da schreibt ihr das eine, wenn der Sock größer 0 ist, ist größer 0. Ich filter das im ESP2866 aus, die das BMS ausliest. Da kommen überhaupt keine Nuller jetzt nicht mehr. Genau, falls BMS irgendwie keine Daten so gibt. So 8 bis 10 Mal in einer Stunde kommt das leider vor bei dem C+, aber es, vielleicht wird das auch noch besser. Genau. Dann haben wir da noch das JSON. Da haben ja mehrere Daten drin. Quasi, ich kriege da bei dem C+ Controller einen Haufen Daten im JSON zurück. Und da mache ich da ein Mapping. Und dieses Mapping, quasi da erstelle ich meine Tabelle, kannst du sagen, also so wie es ausschaut. Das mache ich natürlich da, bei dem auch, bei dem C+ WH. So. Da mache ich Tabelle C+ WH und eine Spalte C+ WH. Und da schreibe ich dann quasi meine Wattstunden rein. Sekündlich. Und
Da habe ich ein bisschen mehr zum tun, weil das ganze Json in der Tabelle Map passen genauso die Variablen oder Spaltennamen und gibt es dann zurück als Message Payload, als ob es wirklich so gekommen wäre von da. Das weiß ich dann, dieses Objekt nicht. Und sagt da, bitte schreiben wir dies in C++-Dateien. Wenn nicht, dann erstellst die Tabelle fertig. Und ich lese mir dann, das ist jetzt die hauptsächliche Tabelle, wo wir vorher gesehen haben, im C++ Grafana. Diese Daten, wo dort drin stehen, das sind alles diese Daten. Alles. Jetzt ziehen wir da raus. Du kannst dann noch viel mehr rausziehen aus den Daten. Das ist aber für mich jetzt erst einmal das Wichtigste, Verständlichste. Dann haben wir da noch eine Abfrage gemacht, wenn das so kleiner 15 ist, dann schätzt man bitte das BMS aus. Da habe ich so eine Option eingebaut, dass man es shutdownen kann. Dann ist es aber komplett futsch. Das kannst du dann nur noch am BMS einschalten. Das kannst du so nicht mehr einschalten dann. Genau, das ist aber nur für den Notfall. Und da, wenn das so kleiner 16 ist, werde ich wieder erhöhen, schätze ich mal. Muss ich das beobachten. Genau, da schalte ich dann sowieso auf Not aus. Es ist eigentlich nur, ich schicke am 0. Es wird nichts einspeisen. Genau. Dass er gar nicht erst auf die 15 SOC hinkommt, dann muss das BMS natürlich auch nicht ausschalten. Genau. Und da speichert er noch was in der Logdatei rein. Wenn also SOC 0 kommt, falls doch, kann ich jetzt wegmachen, brauche ich nicht, weil sowieso kein 0 kommt. Aber ich lasse jetzt schon mal. Und die speichere ich in der Datei auf dem Pi unter Logs-Verzeichnis. Und das haben wir quasi, oh, das werden wir jetzt da nicht sehen auf dem Desktop. Nein, das haben wir quasi ins Netzwerk, in Netzwerk-Sharing, haben wir die Log freigemacht, also aufgemacht. Und ich kann es quasi von meinem Windows-PC auf die Logs-Verzeichnis zugreifen und die C++-Datei öffnen und schauen, ob da eine Fehlermeldung drin steht oder so. Aber aktuell kann keine drin stehen, weil der ESP, von dem das da gesendet wird, sowieso dafür sorgt, dass keine SRC0 übertragen werden. Genau. Jo. Das war jetzt schon wieder so viel gesagt. Was haben wir da noch gehabt? Das war die Info-Log. Genau, das ist das, wenn er sich einloggt oder wenn er gestartet wird, der ESP, dann gibt es ja ein Info-Topic. Und im Infotopic steht dann die aktuelle Uhrzeit drin. Und das wollte ich halt wissen, wann sie der neu startet. Nicht, dass sie der da heimlich ständig neu startet und ich weiß das gar nicht. Und ich merke mir normalerweise auch die Zeit, aber ab und zu ist die Zeit verschwunden auf dem ESP-GUI. Ja. Und da bin ich auch noch nicht dahinter gekommen, aber das ist nichts tragisch. Aber da sehe ich jetzt dann schon, in dieser Logdatei, die ist auch in dem Logs-Verzeichnis, kann ich auch darauf zugreifen, wann das letzte Mal gestartet hat und wie oft er gestartet hat seit dem letzten Mal. Genau. Schauen wir mal. Also, ich kann da schauen, ihr nicht. Schauen wir mal in die Info-Log, wann das letzte Mal 12 und 21. Irgendwas habe ich da gemacht gehabt. Genau. BMS-Data wrong. Irgendwas habe ich da mal anbastelt und dann hat es gleich eine Fehlermeldung gegeben und hat es da nichts. Aber da ist noch nicht viel drin in der Info-Log. Na, ist ganz winzig. Drei Zeilen. Gott sei Dank. So muss es sein. Ja, die sind jetzt erst einmal die Daten. So wie ich da abfange und erstelle und wo ich damit ausstehe. Da kannst du nur jede Menge ausstellen. Weil da zum Beispiel kannst du jetzt auch noch Hauptmannschalter. Ich kann jetzt da überprüfen, überprüfen wir bitte alle 5 Sekunden, ob da was kommt von diesem Topic. Wenn nicht, dann lasse ich mich von mir aus, warte mal, lasse ich mich von mir aus, nein, da nicht, auch nicht, da, dann lasse ich mich von mir aus anklingeln, kann die jetzt da drinnen machen, weiß ich, das ist ganz simpel, ich nehme jetzt das Teil da, also, warte mal, ich nehme jetzt das Teil, mache eine Kopie davon. Ich habe mein C++ BMS, weil das habe ich schon ausgearbeitet, kannst du sagen. Und tust du einer. Und sage jetzt einfach, Hauptmannschalter, wenn jetzt nichts kommt von diesem Topic, wenn der nichts mehr schickt über MQTT, der Controller, ist ja blöd. Nach 5 Sekunden zum Beispiel, dann schreiben wir es in die Logdatei. Ich kann aber auch sagen, hey,
bitte ruf mich an. Können wir jetzt ja mal ausprobieren, aber ich tue jetzt das da wieder raus, weil ich mag jetzt das nicht da drin haben. Gehen wir mal auf den blauen Klingel nochmal, da ist das schon implementiert. Und dann können wir schauen, was da passiert, wenn ich da drauf drücke. Ich kann es ja manuell auch auslösen, nicht durch einen Algorithmus. Ja, siehst du das? Da ist jetzt auflegen, 10 Sekunden. Sehe ich im Display. Oh, da hat was angerufen. Aber aktuell ist er nur dann das eine drin und nach 10 Sekunden legt er wieder auf. Und dann weiß ich, aha, da ist ein Fehler. Und in der Nacht mache ich dann einen Dauerimpuls. Nein, das Ding lässt mich nicht laufen. Doch, lässt mich so, hat noch nicht einmal angerufen. Also, ist nicht schlecht konstruiert, das Teil. So, was haben wir jetzt noch? Ich glaube, ich habe nichts mehr. Oder? Ja, das wäre sowas. Nein, nicht verlassen. Das wäre sowas, oder aktuell die Version 1.023. Wer den im Einsatz hat mit dem Shelly 3EM, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn du da Update machst. Das sage ich jetzt schon. Wenn du auch irgendwie Statistik am Fahren hast oder wenn du die Batterie, die Kapazität im Auge hast, tue mir dieses Update drauf. Dann wirst du dich wundern. Genau, was haben wir noch? Was haben wir da noch? Früher so Controller haben wir geschaut. Dieser C++-Controller, aber dieser C uninteressant, oder? Nein, kann ich ja jetzt sagen, gell? Genau, C++-Controller, den haben wir auch noch gar nicht angeschaut. Genau, aktuell kriegt der das noch, wenn man sieht, da bloß einen kleinen Ausschnitt. Da ist jetzt das Topic, wo ich vorher gesagt habe, beim Node-RED, wo es ausgelesen wird. Das steht dann quasi der ESP zur Verfügung. Und da ist die Info-Datei, die wo ich in der Log-Datei schreiben lasse, wie ich gesagt habe. Da kann man jetzt einen Shutdown machen, habe den Link rausgenommen, dass man nicht einfach draufklickt. Weil da kann man jetzt auch einen Shutdown machen, aber da wird erst abgefragt durch einen Dialog. Macht man natürlich nicht. Ich lade der volle Pulle auch noch, ich weiß gar nicht, was da passieren wird. So, geht JSON-Data, da sieht man ja das JSON, was ich auslese. Dasselbe JSON kriegt ihr dann quasi auch über MQTT geschickt. Ein Safe-Controller ist noch für die Zukunft. Aktuell ist der ESP-Controller nur auf der Adresse 0 aus. Also kann 15 Geräte parallel angeschlossen an OBMS auslesen. Dann würde es halt da rotieren. Alle durch auslesen, genau. Nichts Multitasking, alles sequenziell nacheinander. Dann schauen wir da nur. Naja, Ottawa, wieder. Neueste Version. Gut. Ich glaube, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Die GitHub-Seiten ist eh bekannt. G. Genau. C++-Controller. Dann muss deine Ampere messen kannst digital. Fraser Paver und sowieso. Genau. Alles da, Herr Kommissar. Dann Strominger, den haben wir auch schon gesehen, aber noch nicht ganz. Den habt ihr eh noch nie ganz gesehen, gell? Da sind die miesen Verbraucher. Also, ach, die habe ich schon mal gesagt, aber nur auf so einem wackeligen Handyfilm. Genau. Ja, das da. Muss ich wissen, mal wieder neu. Designen, das ist jetzt nicht das Grafana, was man da sagt, weil es Node-RED hat ja auch ein Dashboard. Genau, das Dashboard kannst du da runden, das installierst einfach über Plugin bei dem Node-RED in der Webseite drin hat. Genau. Mhm. Also, falls jemand jetzt irgendwie vorhat, das Raspberry zum Aufwerten und Grafana, Influx und Node-RED drauf tut, macht es alles ohne Docker. Keinen Docker installieren. Ihr habt nie wieder Freude an dem Gerät.
beziehungsweise ihr könnt wahrscheinlich den ganzen Raspberry neu installieren, wenn ihr euch nicht so auskennt, weil da müsst ihr eigentlich den Docker komplett wieder entfernen und das Zeug einzeln installieren. Also sowieso Grafana, Node-RED, Influx-Datenbank, alles einzeln installieren und Mosquito auch einzeln. Und so andere Geschichten wie so iOBroker, da halte ich mich jetzt raus. Das ist für mich jetzt das kompakte Zeugs, das ist für mich so vergleichbar wie früher, oder gibt es wahrscheinlich immer noch diese kompakten Anlagen, da wo du einen Plastikklotz hast und da ist CD-Player, Kassettendeck und Verstärker und Radio und alles in einem. Ja, wenn nur drum nicht geht, dann geht gar nichts mehr. So vergleiche ich das jetzt, und außerdem ist der iOBroker furchtbar langsam. Also, meiner Meinung nach. Da kann man wahrscheinlich auch optimieren und die Hälfte rausschmeißen, aber so ein Mosquito Broker über einen iOBroker verwenden, das ist schlecht. Das geht in die Hose. Das sage ich jetzt schon. Das kann ich ja sagen. Genau. iOBroker und Docker und überhaupt Docker auf dem Raspberry ist zu performance-lastig, nicht verwenden. Also nicht, wenn du da Spaß haben möchtest mit dem System. Genau, also ich glaube, habe ich alles einmal so durch. Auch das mit dem Excel. Da muss ich noch was rausschneiden, weil da habe ich einen Haufen Verkrampf geredet zum Schluss raus, weil mir nichts mehr eingefallen ist. Ja, die Excel ist für mich selber mittlerweile verwirrend. Aber es hat geholfen, das Ganze in den Griff zu kriegen. Genau. Also, das hätte man die Batterie auch nicht gekauft, wenn ich nicht irgendwie mich da rausgesehen hätte, dass das irgendwann einmal wieder amortisiert. Ja. Das passt. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Und jetzt muss ich mal, wo sind die Sicht gekommen? In eine Bibel ist es aber gefallen. Wo in der Zettel? Ja, da liegt er. Ein Träger eingefallen. Das muss ich schnell aussehen. Das muss ich aufklappen. Das brauche ich ja noch. Für dich. Nein! Ein bisschen nass geworden. In der Bibel ist es nass. Da. Da war alles feucht. Biotop. Ja,